Lol, hab ich noch getroffen. Ach, wo sind wir über Kuro? Da müssen wir sogar hin. Alles klar. Vier kleine, ein großer. Solange Kuro dort hockt, ist der Weg zum Nebelforst versperrt. Doch schau nach dort oben. Wir können sie vielleicht ablenken, wenn wir diesen Fels lösen. Hätte aber sein können, dass da oben irgendwas ist. Den Fels, oder? Ich glaube, hier soll man speichern, weil es deswegen hängt dieser Kristall da. Das ist immer so meine. Oh, scheiße. Moment, da komme ich aber nie im Leben hoch. Ich muss da hoch. What the fuck? Genau, treibe mich direkt nach. Toll. Da kommt dann fickt mich. Ich versuche irgendwas mit denen. Komm noch mal her. Okay. Irgendwas muss ich hier ganz oben machen. Weil man hier ganz rechts geht nämlich auch noch weiter. Und hier muss ich nämlich hin, hier ganz rechts. Weil ich muss diesen Fels hier lösen, ne? Okay. Das war geplant, war aber nicht geplant. Ich habe nur zwei Leben Abzug bekommen, das war nicht mal so schlecht. Okay. Wir sind wieder hier unten. Da liegt eine Feder von Kuro. Du hast Kuros Feder aufgenommen. Um diesen Gegenstand zu benutzen, musst du A und anschließend RT drücken. Kuros Feder ermöglicht es, Ori frei im Heer oder der Luftströmung zu gleiten. Auf der Luftströmung. A und RT. Drücke und halte RT, während du in der Luft bist, um Kuros Feder zu benutzen. Drücke und halte. Wollen wir das mal A drücken? Aber ich kann ja gar nicht noch. Der Dunst des Nebelforsts war für alle eine trügerische Falle. Wer sich darin verlief, tauchte nie wieder auf. Ach komm. Jetzt machen die halt noch Spikes, die explodieren. Aber ich kriege auch mehr XP für die Dinger. Nebelforst. Okay, jetzt wird es langsam lustig. Jetzt sind wir nämlich genau da, wo wir hin müssen. Hier oben ist irgendwas. Ich will da hoch. Komme ich da hoch? Gut, also ich kann auf jeden Fall immer RRT drücken. Oh gut. Okay, ich kann beide auf einmal killen. Das ist gut. Warte mal. Ich will was probieren. Richtig. Das war mal voll schlecht, aber es geht auf jeden Fall. Ich drücke mal beide. Der fickt mich aber direkt in den Himmel, ey. So, dass wir den immer sehen, machen wir es direkt so. What the fuck, Alter? Hammer. Saven. Passt. Scheiß Folge, ey.
Der macht halt genau das, wenn ich da, wenn ich meins machen will, ne? Dort habe ich dich. Du Wichser. Nein, du hast mich. Wie viele Tode haben wir? 207, easy game. Hat schon irgendwie 70 Tode gemacht oder so. Jetzt habe ich dich doch. Spaß, ey. Aber ne, bevor es so düster sowas, hasse ich ja eh mal wie die Pest. So. Alter, was ist das? Drücke X, um Sein zuzuhören. Die verhüllte Laterne. Diese geheimnisvolle Dunst dringt aus ihrem Stamm. Wenn wir eine Möglichkeit finden, sie zu entzünden, wird der Weg vielleicht wieder erleuchtet. Okay, wir müssen irgendein Licht finden. Ich hab die Spikes schon gesehen, so ist das nicht. Ich wollte für jedes Viech brauche ich halt ewig lang zu killen, dementsprechend wäre es echt mal sinnvoll, wenn man hier ein bisschen auf Upgrade, Waffen-Upgrades geht. Okay, dann kann ich mich abstoßen. Okay. Natürlich sehen wir hier keine Ahnung, wo wir. Natürlich sehen wir keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ne, weil. Wir haben nämlich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber wir holen uns natürlich erstmal alles, was wir finden können. Wir können hier auf jeden Fall. Hä? Muss ich da unten durch? Kann ich da hoch? Nein. Oh Gott. Ich könnte drauf gehen. Ja. Das war nicht gut. Hammer. Die Stampfattacke ist halt echt mega geil. Und sich halt auch in jeder Situation. Das schaut hier so geil aus, ne? Alles so. Wir müssen gerade auf die Map schauen, weil wir erstmal das Licht suchen müssen. Warte mal. Ich muss links an den Baum. Geil. Lol, war das knapp. Jetzt haben wir es. Nein, wir haben es nicht. Ich muss da viel früher abspringen. Hi. Nix, hi. Hi. Brauche ich Kuros Feder? Gib mir doch. Ey, warum spawnt denn der so langsam? Ja, geil. Wenn er direkt neben meiner Fresse spawnt. Aber ich muss irgendwas mit. Ach scheiße, stimmt. Deswegen war es ja da gestanden. Mit Kuros Feder bleibe ich ja länger in der Luft und falle direkt runter. Ja, ich hab's gecheckt, werde ich jetzt mal umsetzen. Ich weiß nicht wohin. Ich weiß doch nicht wohin. Was muss ich drücken? Ach komm, schau ich mal nicht auf die Map. Alter! Ich glaube, ich muss nach links.
Oder nicht? Muss ich? Bin ich da? Nicht sterben jetzt, nicht sterben. Ist ja ganz blöd jetzt. Safe Game. Wir sind oben. Also, oh, keine Ahnung, ob wir oben sind, aber. Ich komme jetzt da rüber. YOLO. Ist es so geplant gewesen? Kartensteinfragment? Bin ich hier wirklich richtig? Ich kann keinen Checkpoint machen. Ich sag mal Kartenstein zu den. Jungs, was geht denn jetzt ab? Muss ich hier runter eventuell? Ich muss hier. Luftstrom. Hohoho. Kein Checkpoint, zwei Leben. Hier oben gibt es einen Checkpoint. Ach gut, ich krieg mal eineinhalb. Also ich krieg ja 50%, deswegen kriege ich nur eineinhalb. Hau doch. Lololololol, was ein Mixer. Ist er auch down? Mitzer. Zweites Kartensteinfragment. Und jetzt? Vom Nebel in die Irre geleitet, verliefen sie sich im Wald. Ja, heißt auch Wald. Alter. Alter, wie der mich zerlegt? Kotzende Ratte, ey. Jetzt hab ich dich. Hier oben ist das Ding, kann ich trotzdem? Nein, guck. Jetzt habe ich gedacht, ich kann hier dran, aber das ist ausgegangen. Jetzt liegt es mich vorhin, kann ich hier nichts mehr machen. Alter. Okay, bin down. Werde den Scheiß nochmal machen. Moment, ich hab. Moment, das war gar nicht so das Ding, was ich suche. Ich würde mal sagen, 4-5 Angriffe braucht er für den Ding. Ja, das ist der letzte jetzt. Jetzt gehe ich zurück und speichere. Es war ein bisschen längerer Weg dann, aber. Ja, wenigstens zwei Kartenstein. Türfragmente. Das könnte. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Echt jetzt. Der vögelt mich einfach in der Luft. Er vögelt mich in der Luft. Der rafft doch. Alles klar. Neue Taktik muss er. Ich hab. Moment, einfach abstoßen und rüberfliegen, ne? Oh, weg. Ich muss ja nicht jeden Gegner kennen. Gibt zwar. Punkte. Azus Fackel. Hier ging alles verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt uns vielleicht den Weg. Okay, dann versuchen wir mal die Laterne wieder wohin zu bringen. Anstatt dass hier gerade Sound war, macht es nicht besser. Wir werden jetzt 5-6 Versuche anscheinend. Nicht 4-5. Ich will einfach nicht drauf gehen, hier nochmal ein Safe Game machen. Oder im alten Safe Game speichern. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Lol, dahin? Der ist auch nochmal gespawnt. Alter. Einfach mal schön abhauen vor dem Typen.
jetzt ist er down. Okay, wo war mein alter Checkpoint da hinten? Ich freue dich doch still. Wo muss ich hin? Okay. Okay. Moment. Ich will erst einmal oben den. Juckt mich alles nicht. Ach du Scheiße. Hahaha. Ich will aber oben diesen Ding einsammeln, wisst ihr? Ja, genau. Hast recht, Ori. Wir müssen so wenig den Fallschirm benutzen, wie es geht. Zumindest bis... Ja, ziemlich genau... Hier. Gut, wenn ich meine, wir haben gespeichert, so ist es jetzt auch, ne? Leute, da bin ich voll gefistet. Nochmal. Warum zum Teufel bewegt sich hier der Boden? Das macht nicht besser für uns beide. Bleib einfach stehen und du schießt immer daneben. Brauchen wir unbedingt ein Safe Game? Ah, die sind einfach größer, die halten nicht mehr aus, die sind einfach größer, die Viecher. Lieber ein bisschen langsamer spielen. Dafür nicht so hart verkacken. Ich bin down. Wo bin ich gespawnt? Okay, dann gehen wir nochmal drauf, das ist ja kein Problem mehr. Oder vielleicht doch. So viel Zeug, was explodiert. Treffe ich nicht beide? Einfach drauffallen, wird schon treffen. Einer ist down. Er ist auch down und er auch schon. Nur noch ein Viertel. Aber ich bin da vorhin hochgekommen, kann das sein? Seelenverbindung bereit, ja. Na, guck mal, ich treffe den sogar damit. Das ist geil. Direkt auf dem Ding drauf. Das sind zwei. Aber noch kurz, bis der down ist. Gucken wir mal, was die da hin zu verbergen hatten. Gar nichts. Ah, oh, ja, ja, ist klar. Safe Game, Safe Game, Safe Game. Eins. Muss ich jetzt da runter? Ich denke mal, ich sehe was auf dem Map, ich sehe ja gar nichts. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Na, guck mal. Da sind wir daheim. Jawohl. Tatsu erklomm immer die Berge hoch über dem Trauerpass. Als die Fackel ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich. Hier können wir es absorbieren. Und wir bekommen das Klettern. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du RT drücken und halten, wenn du an einer Wand bist. So kannst du in ihre Oberfläche.
ihrer Oberfläche entlanglaufen. Also heißt das quasi, da muss ich aber den linken Stick bewegen. Anders bewegen. Ich werde doch jetzt nicht an den Stacheln entlang laufen können, oder? Oh, doch. Ich kann speichern. Alles, was so hell leuchtet, das bringt mir also was. Will ich glaube ich nicht das mal. Da war ich doch gerade schon mal, oder? Okay, so läuft 94% im Nebel vor. Ne, easy. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch so schnell geht. Ich habe nämlich jetzt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir müssen rechts hin. Oh Gott, was macht denn er? Fick mich in eins. Ich muss ja T drücken. So, diese Kugel kann man auch irgendwie destroyen. Hehehe. Genutzt.